Ja, herzlich willkommen. Nein, Sie sind nicht im Fußballstadion gelandet, auch wenn Sie die Hymne des 1. FC Köln, der Kölner Kultband Höhner, hören. Aber mein heutiger Gast ist nicht nur vielfach preisgekrönter Schriftsteller, Orientalist und Wanderer zwischen religiösen Welten. Navid Kermani ist auch unverwüstlicher Fan des 1. FC Köln. Es ist vielleicht auch diese Spannbreite in seiner Biografie, die ihn das Staunen über die Welt gelehrt hat. Und genau darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen, Herr Kermani. Schön, sind Sie hier. Guten Tag. Ja, Sie sind, seit Sie 3 Jahre alt sind, schon Fan des 1. FC Köln. Das ist offenbar wirklich eine ewige Liebe. Ja, also jedenfalls länger, als ich die meisten Menschen kenne, als auch so meine Eltern und meine Brüder vielleicht. Und was macht diese Treue aus? Naja, ich bin ja selber dann auch Fußballer gewesen, leider nicht ganz so erfolgreich, dass ich dann eine Profikarriere starten konnte. Aber ich kenne diese ganzen Gefühle, sozusagen, wenn man selber gespielt hat, auch in einer Mannschaft gespielt hat. Meisterschaft, bis Junioren A waren Sie, oder? Bis Junioren A. Fiebert hat man auch immer so, spielt man eigentlich immer noch mit. Also man weiß natürlich auch, wie es besser geht und wo der Pass hin muss. Und man leidet mit und das Fantastische ist ja, man hat all die großen, wirklich, wirklich großen Emotionen und zugleich weiß man in jeder Sekunde im Stadion, es ist nur ein Spiel. Mhm. Also vielleicht wie das früher in der Antike im Theater war. Ja. Im Mittelalter bei den Passionsspielen. Man ist gleichzeitig in der Situation, man wird auf eine Weise auch aggressiv, wie man das also niemanden, also im Alltag zum Glück niemand erfahren würde, auch niemand einem zutrauen würde. Also Schimpfwörter und so weiter und so fort. Man fällt einem Nachbarn, einen Nebenmann, den man nicht kennt, um den Hals und wirklich Umarmungen. Und es ist alles nur ein Spiel und jeder weiß das. Und das ist das Wunderbare. Das ist eigentlich das, was ich hier auch in der Kunst, in der Literatur, im Theater so liebe, dass man innerhalb einer bestimmten verabredeten Situation all die Emotionen ausleben kann, die man im Alltag natürlicherweise nicht so, das wäre ja auch ein komischer Alltag. Ja, Albert Camus, der selber auch sehr Sport- und Fußball begeistert war, der hat mal gesagt, dass was er am sichersten über Moral und die menschliche Verpflichtungen wisse, verdanke er dem Sport. Also irgendwie, da verdichtet sich etwas, wie Sie es gerade beschrieben haben. Würden Sie denn sagen, dass auf dem Platz oder im Stadion, das ist Leben in Reinform? Nein, also zum Glück nicht, weil man natürlich im Stadion ist der Gegner halt wirklich der Gegner. Also das Liebe deinen Feind hat im Stadion wirklich kein Ort, mhm. Während man im Alltag man doch dem Gegenüber, also ich will es mal ein Beispiel versuchen zu erklären, wenn ein Spieler, sagen wir von Bayer Leverkusen oder von Bayern München oder wie auch immer, auf den Boden fällt, kann das kein Foul gewesen sein, der Kölner. Das geht einfach. Es war in jedem Fall, gibt es das nicht, dass ein Kölner Spieler einen Foul begeht. Umgekehrt. Umgekehrt. Genau. Also die Wahrheit ist sehr relativ im Stadion und man glaubt es aber wirklich, in dem Augenblick glaubt man wirklich, ja. Dass es wirklich jetzt, dass der Kölner wirklich jetzt zu Boden gekommen ist, dass es ein Elfmeter sein muss. Aber sagen Sie mal, jetzt gerade in Bezug auf diese Realität, in der Hymne heißt es, wir schwören dir hier auf Treue und auf Ehre, Sie können das bestimmt auswendig, wir stehen zu dir, FC Köln, Sie können auch mitsprechen, und wir gehen mit dir, wenn es sein muss, durchs Feuer, halten immer nur zu dir, FC Köln. Täusche ich mich oder könnte das genauso gut in abgeänderter Form in meinem Kirchgesangsbuch stehen? Nee, das Stadion, der Fußball hat natürlich Ersatzfunktion übernommen, also genauso wie die Kultur, das Theater in einer säkularen Gesellschaft Ersatzfunktion der Religion, ja, übernommen hat. Und wenn Sie, es ist ja auch wunderbar, bei diesen Weltmeisterschaften gibt es ja diese Großaufnahmen, diese, oder die Gesichter so in Großaufnahme. Ich meine, da ist der ungläubige Thomas. Ja. Die Ekstase, die Verzückung, die heilige Theresia, die wirklich in Ekstase bei dem Tor der Weltmeisterschaft, oder auch wirklich die Tränen, das Martyrium, all die großen Emotionen, die Bilder, die Großaufnahmen, sehen wir heute wirklich fast nur noch im Sport, im, mhm, Fußball, teilweise noch im Theater, wenn sich das Theater das traut. Also, das ist auch noch ein Ort. Und natürlich auf eine Weise übertragen, sublimiert auch in der Musik, also auch dort. Genau, das ist spannend, das Sie jetzt sagen, weil Sie haben ja selber nebst dieser sportlichen, der Vorliebe für sportliche Ekstase, wie Sie es jetzt auch schon gesagt haben, haben Sie auch ein Faible für Musik, diverse Musik, Neil Young unter anderem, aber zum Beispiel auch für Schubert und seinem ersten Impromptu, steht da auch an verschiedenen Orten, kann man das lesen, dass das für Sie so das Werk ist, worin Sie sich selber offenbar auch
gespiegelt finden? Also was finden Sie sich? Was finden Sie von sich denn? Nein, ich glaube, dass jeder Mensch sich in diesen großartigen Musikstücken gespiegelt finden würde, wenn er hört, oder viele tun es ja auch, dass man all diese großen Kunstwerke, ob jetzt auch große Dichtung oder etwas, man bringt immer einen Teil von sich selbst hinein und den spiegelt man eben wie in einem, aber nicht in einem Spiegel, der sozusagen im Badezimmer steht, sondern in einem vielfach verfremdeten, gekachelten Spiegel. Das heißt, es tauchen Schattierungen auf, die man selber an sich nicht gewohnt war, die man sich nicht kennt. Man entdeckt sich neu in diesen Werken. Und jetzt gerade bei dem Schubert, das könnte man auch für andere Musikstücke sagen, das hören Sie anders. Wenn Sie Liebeskummer haben, dann hören Sie in dem gleichen Stück eine andere Musik, als wenn Ihre Mutter gestorben ist oder wenn Ihr Kind geboren ist. Also das Stück oder auch ein großartiges Gedicht jedes dieser Werke hilft, trägt bei zu einer Art von Selbsterkenntnis in dem Moment, ohne dass man es diskursiv, also in Worten fassen könnte. Das ist für Sie ein Maßstab für gute Kunst, ob es diese Widerspiegelung ermöglicht. Ich würde sagen, das ist ein Maßstab für jede Art von Kunst, ob es vieldeutig ist, wenn es ein Telefonbuch oder sagen wir ein Verkehrsschild, will ja eindeutig sein. Also ein Verkehrsschild, das vieldeutig wäre, das würde zu vielen Unfällen führen, weil alle gleichzeitig bei Rot, also der Sinn eines Verkehrsschildes, der Sinn, wenn wir zwei jetzt reden, ist, dass wir uns versuchen, möglichst verständlich zu machen, sodass es eigentlich, also wenn ich jetzt in Rätseln sprechen würde oder in Bildern sprechen würde, dann wäre das vielleicht ein Fall für YouTube, aber es wäre nicht der Sinn der Sendung, dass ich jetzt hier sagen. Bei der Kunst ist es genau umgekehrt. Also ein Gedicht, das eindeutig ist, das sozusagen würde seinen Gedichtcharakter verlieren. Eine Musik, die jetzt eindeutig zu irgendetwas treibt, wäre schon keine Musik mehr, sondern wäre halt irgendein ein Jingle vielleicht. Und insofern glaube ich schon, dass der Kunstcharakter überhaupt der ist, dass es auf eine Weise vieldeutig sein muss. Und das kennen Sie vielleicht selbst, wenn Sie eine Musik hören, Schlager oder ein Popsong oder irgendwas, und das, Sie verstehen den Text beim ersten Mal, dann gibt es vielleicht, ja, das kenne ich doch oder das löst bei mir was aus. Aber dann langweilt es Sie beim zweiten, dritten, vierten. Irgendwann fängt es an zu langweilen. Wenn Sie eine Musik von Schubert hören oder auch nicht nur klassische Musik, das kann auch eben eine Gitarre-Improvisation von Neil Young sein oder von was immer, da gibt es ja, oder was auch immer. Das hören Sie so oft Sie es hören. Sie finden immer wieder neue Nuancen. Wie gehen Sie denn als Schriftsteller damit um? Also, weil da die Sprache ist, einerseits haben Sie jetzt von Eindeutigkeit gesprochen. Natürlich ist die Sprache im Grunde genommen extrem uneindeutig. Deshalb gibt es so viele Missverständnisse immer wieder. Wie machen Sie das als Schriftsteller? Wie gehen Sie damit um? Sie wollen ja den Lesern doch auch etwas Bestimmtes jeweils mitnehmen. Ja, eben nicht, weil ich glaube, das ist ja die Aufgabe von Schriftstellern, von Literatur. Genau die ist ja die Wirklichkeit, Gefühlswelten, Menschen eben in ihrer Ambivalenz, in ihrer Widersprüchlichkeit, in ihrer Vielfältigkeit verständlich zu machen. Also das, was in der Alltagssprache nicht so gut gelingt. Ja. Also wenn wir sagen Liebe, was heißt denn das? Ist ja noch gar nichts gesagt. Oder wir sagen, der und der ist, also auch bestimmte Formeln über Menschen, wie wir Menschen charakterisieren in der Alltagssprache, in den Medien, natürlich verallgemeinern wir. Wir könnten ja gar nicht uns verständigen, außer durch auch solche Pauschalisierungen, Verallgemeinerungen. Und natürlich weiß jeder, Sie, die Sie da sitzen und ich, der ich sitze, dass wir noch tausend andere Dinge sind. Also dass wir als Sohn oder Sie als Tochter ein anderer Mensch sind als die Sie hier, oder dass wir vielleicht zur gleichen Zeit, wenn wir hier klug über alles Mögliche reden, im Schweizer Fernsehen Liebeskummer haben oder verzweifelt sind oder all das. Und dieser ganze Mensch, den es ja irgendwie auch gibt, hinter diesen Mattscheiben, die wir hier so haben, diesen Glasscheiben. Voreinander geschützt. Ich glaube, das ist ja die Aufgabe, dass dieser ganze Mensch irgendwie zum Vorschein kommt. Und wenn Sie dann so ein Werk, jetzt greife ich mal hoch, wie die Recherche von Proust lesen, wo keine einzige Ist-Aussage über Liebe drin ist, verstehen Sie so viel mehr über Liebe, weil Liebe eben so viel komplizierter ist, als wir es in unseren wenigen Wörtern zu fassen versuchen. Genau, und es geht mir auch heute darum, diese verschiedenen Facetten von Navid Kermani auch so ein bisschen aufzuzeigen. Als Sie Kind waren, wollten Sie offenbar auch mal Formel-1-Rennfahrer werden. Und inzwischen sind Sie eben, wie ich gesagt habe, vielfach preisgekrönter Schriftsteller, haben Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen, im November auch einen Preis vom österreichischen Buchhandel, der Ehrenpreis für Toleranz im Denken und im Handeln. Wo ist also das Kind hin, das Sie mal waren?
Also zunächst mal eine gewichtige Korrektur. Ich wollte, in dem Buch steht, dass der Erzähler Formel-1-Fahrer werden wollte, damit dieses Gerücht nicht in der Welt bleibt. Ich wollte Astronaut werden. Sie wollten Astronaut werden. Gut, aber das passt nicht so gut zu der Tochter. Passt nicht so gut zu der Tochter, weil die Tochter natürlich, also Astronaut sagt einer klimabewegten... Genau, da kommen wir hin. Aber weichen Sie meine Frage nicht aus. Ich will trotzdem wissen, wo das Kind hin ist. Wenn Sie Astronaut werden wollten, ist ja egal. Formel 1, Astronaut, das ist ja... Naja, im Staunen. Besser. Also ich glaube, dass das eine ganz wesentliche eine Voraussetzung überhaupt zu schreiben und auch literarisch zu schreiben und sich über Dinge ist, Dinge zu betrachten, als wäre es zum ersten Mal. Mhm. Also als würde man zum ersten Mal irgendetwas erleben. Und dieses Staunen kommt natürlich aus der Kindheit. Also ein Kind, das irgendwo hingeht und zum ersten Mal Zeremonien oder Dinge sieht, die Erwachsene einfach schon für normal halten. Und diesen ersten Blick einzufangen, ja. Also dieses, da ist ja auf dem Tisch ist ja das unglaubliche Staunen, da geht es dann um Bilder. Zum ersten Mal vor einem Bild zu stehen von Maria und Josef und wie so ein Kind zu sagen, hey, wieso ist denn die Mutter älter als jünger als der Sohn? Etwas, was einem erwachsenen Betrachter nie aufgefallen ist oder selten auffällt. Ein Kind geht da hin und sagt, wieso ist denn die Mutter älter? Und dann beginnt man jünger als der Sohn auf vielen Bildern von Maria und Jesus. Und das gilt ja eigentlich für Musik hören auch. Also ich merke das auch zum Beispiel bei tollen Pianisten, wenn sie da mal drauf achten. Also mir geht das so, man hat das Gefühl, die spielen das, als ob sie es zum ersten Mal spielen würden. Also das ist eigentlich dann, wo wirklich dieser Zauber entsteht. Keine Gewohnheit rein. Also wo sie merken, das ist eigentlich die große Kunst, das zu beherrschen, also es wirklich in dem Körper aufgenommen zu haben, um dann die Freiheit zu haben, es als zu spielen, als wäre es das erste Mal. Und das ist eigentlich aufs Leben übertragen natürlich auch eine Utopie, dass wir jemanden betrachten, eine Frau, einen Mann, wen auch immer, einen Menschen, als wäre das der erste Mensch überhaupt. Und das ist ja was Wunderbares, wenn wir es im Alltag immer so machen würden, dann würden wir wahrscheinlich als verrückt gelten. Dann wären wir ein Fall für die Klinik. Es ist extrem schwierig, diese Haltung auch beizubehalten. Ne? Aber für die Kunst ist es natürlich eine Voraussetzung. Und deshalb ist ja auch immer die Nähe schon seit jeher sowohl der Prophetie als auch der Kunst, der Literatur zum Pathologischen, zum Verrücktsein, zum Närrischen. Mhm. Also das Närrische ist ja auch so etwas. Nehmen Sie nur die Shakespeare-Szenen. Da geht ja auch der Narr und sagt irgendwie zu diesen ganzen Königen, du hast aber da irgendwie einen komischen Popel. Also was sich niemand zu sagen traut. Genau. Aber die Nähe von Religion zum Närrischen, das gibt, also in der Religion gibt es ja ganz explizit. Sie haben sich auch intensiv mit der Mystik, der islamischen Mystik beschäftigt. Da gibt es ja dieses Element auch. Ich möchte aber noch an den Punkt aufgreifen von Ihnen als Kind, der ein Astronaut werden wollte, wegen dem Staunen. Und ums Staunen geht es Ihnen eben auch in diesem neuen Buch. Da erzählt der Vater seiner 12-jährigen Tochter von der Religion der eigenen Familie, dem Islam. Und das macht er ganz explizit über das Staunen. Also er erzählt ihr über das Staunenswerte der Welt. Würden Sie denn sagen, dass man mit Staunen am ehesten Zugang zu Gott findet? Das weiß ich gar nicht genau. Da müsste ich jetzt, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, dass das Staunen der Beginn ist. Natürlich schon, also weil, was ist denn Religion? Religion für mich jedenfalls bedeutet ja zunächst einmal, dass das, was hier ist, nicht alles ist. Also dass es da irgendwo ein Vorher und Nachher in einen übergeordneten Zusammenhang gibt. Mhm. Und natürlich etwas, was wir nicht in Worte fassen können, was über unseren Verstand hinausgeht, was hier jenseits unserer intellektuellen Kapazitäten ist. Also weshalb ist die Welt entstanden? Also als Physiker kann man unglaubliche Dinge herausfinden, wie es dazu kam, dass die Welt entstanden ist und was sich seither, also Details, die einen fassungslos machen. Genau. Aber die Frage, warum, lässt sich nicht beantworten. Und dann wundert man sich und beginnt nachzudenken. Insofern, wenn ich jetzt drüber nachdenke, während ich antworte, würde ich schon sagen, dass das Staunen, also dass das Nicht-Begreifen, wieso ist das so, wieso ist die Welt so, wenn, und das, also merken, also nehmen Sie nur das Phänomen der Geburt, also jeder, der einmal in einem Kreissaal stand und vielleicht sein eigenes Kind zum ersten Mal auf der Brust, eine Mutter oder ein Vater, der sieht, wie es plötzlich da ist, es werde Licht,
Und das ist ja der Vorgang für das Baby, das zur genau. Welt kommt. Das ist der Vorgang, es wäre der Licht. Mhm. Also die Geburt, Schöpfung ist nicht etwas, was irgendwo vor so und so vielen Millionen Jahren oder vor 7 Tagen der Schöpfung stattfand, sondern wirklich passiert. Und ich glaube, das, was einen in dem Augenblick überwältigt, ist, man begreift nicht, wie das kommt. Und dann beginnt das eben, dieser Vorgang, der dann auch ein rationaler sein kann. Dieser Vorgang, dieser Staunensvorgang, der ja immer wieder auch, also bei Aristoteles und Platon ist das der Anfang ja auch der Philosophie, das hängt ja alles ganz nahe zusammen. Aber das hängt für Sie jetzt, was Sie beschreiben, auch ganz stark mit der Dankbarkeit zusammen, oder? Gerade wenn Sie das Beispiel mit dem Kreissaal machen. Und im Koran offenbar ist es so, dass die Ungläubigen eigentlich wörtlich die Undankbaren sind. Ja, die Kuffar, die Käfir, der Käfir, der die Kuffar ist etymologisch wörtlich bedeutet, das ist Undankbarkeit. Mhm. Und das ist nicht im Alltagsarabisch, also das wissen vielleicht die meisten Menschen, wenn sie heute den Koran öffnen, hat sich das Wort Unglaube so draufgelegt. Aber wenn man es eben, ich bin ja Philologe von Haus aus, wenn man dem Wort nachgeht, dann findet man sehr schnell auch in den alten Wörterbüchern, in den alten Abhandlungen, dass es eigentlich Undankbarkeit bedeutet. Mhm. Und das finde ich eigentlich einen sehr treffenden Begriff. Jetzt gar nicht so sehr, weil es jetzt abwertend ist, sondern weil, also kommen wir doch nochmal auf die Situation im Kreissaal zurück. Ich glaube, da empfindet ja jeder Mensch eine Dankbarkeit. Also jeder Mensch, der ein Kind, das eigene Kind zum ersten Mal an der Brust wiegt oder empfindet er ein überwältigendes Gefühl von, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es anders ist. Aber Dankbarkeit, wenn ich das noch sagen darf, Dankbarkeit ist ja ein Teil einer Beziehung. Dankbarkeit ist ja gerichtet an irgendwen. Dankbarkeit ist man ja irgendwem genau. oder irgendwas. Das heißt, Sie sind mit dieser Dankbarkeit Teil einer Beziehung. Ich kann das auch negativ fassen. Nehmen Sie nur jemanden wahr, dem eine große Ungerechtigkeit widerfahren ist. Nehmen Sie Flüchtlinge, Kriegsopfer, Verfolgte, Menschen, die unter einer fürchterlichen Krankheit leiden, die schmerzhaft ist. Also dieses, was Sie auch, also wo Sie das Gefühl haben, Sie klagen an. Sie sind zornig, Sie sind böse. Mhm. Aber auch das ist ja Teil einer Beziehung. Sie sind ja, klagen ja an. Dann klagen Sie ja auch irgendwas, das Leben, ein Schöpfer, irgendwen, der verantwortlich dafür ist. Einer der Zarten, genau. Und Sie finden halt in den Offenbarungsschriften all die Facetten. Sie finden ja auch die Anklage in den Offenbarungsschriften der Bibel. Nehmen Sie nur die Psalmen. Da ist ja alles reales Unglück. Und Krieg und Ungerechtigkeit ist in diesen Psalmen. Es sind Anklagen, aber zugleich sind es Gebete. Das heißt, auch die Anklage ist an etwas gerichtet. Solange es kein irdischer Herrscher ist, dann ist es ja irgendwie ein Prinzip des Seins, ein personaler Gott, was auch immer. Und man kann dann sagen, ich glaube nicht an Gott, gut. Aber die Frage stellt sich ja. Also das heißt, um die Frage kommt niemand umhin. Und dann kann man sie vielleicht negativ beantworten und sagen, es ist halt alles Zufall. Wir kommen darauf zurück. Ich möchte noch kurz bei der Geburt bleiben, weil es gibt eine Szene in diesem Buch, wo eben der Vater dieser 12-jährigen Tochter sagt, er sei, für ihn ist die Geburt dieser Tochter eines der größten Geschenke überhaupt. Und zwar aus dem Grund, dass die Tochter 3 Monate zu früh geboren sei und dass er widrigen Umständen entsprechend und man wusste nicht, ob sie überleben würde. Würden Sie denn sagen, das ist so etwas wie ein urreligiöses Moment, diese Form der Dankbarkeit, wie Sie sie jetzt eben auch gerade beschrieben haben und wie man sie hier drin findet? Das kann ich jetzt nur für mich sagen. Ich weiß ja nicht, wie es anderen Leuten da in so einer Situation geht. Und das oder welche Adrenalinausstöße was bewirken bei den Menschen. Religion hat ja sehr viel mehr mit Erleben und Erfahrung zu tun als mit Wissen. Das heißt, es ist ein Erleben, das man nicht irgendwo in Bibliotheken lernt, sondern man erlebt etwas und der eine macht daraus die Folgerung, der andere macht daraus andere Folgerung. Insofern kann ich da jetzt nur für mich sprechen, nur die Momente. Klar, ich habe eine gewisse religiöse Erziehung durch meine Eltern genossen, durch meine Großeltern, durch meine Familie und so weiter. Ihre beiden Eltern sind aus dem Iran und genau. sind noch in die BRD dann gekommen. Genau, und da habe ich dann studiert und alles Mögliche. Und natürlich habe ich einigermaßen viel Wissen angehäuft. Aber die eigentlichen Momente, wo ich eine religiöse Haltung entwickelt habe, also nicht nur einen theoretischen Blick drauf, sondern einfach mit dem Tag ein, Tag aus, jetzt in dieser Sekunde, wo wir hier sitzen,
in dem Bewusstsein lebe, dass das ein vorübergehender Zustand ist. Dass dieses wie so ein Transitraum, in dem wir hier auf Erden sind, dieses Bewusstsein und dass nicht alles, dass ich nicht alles bestimmen kann, dass die Dinge nicht alle gelenkt werden können, dass sie nicht meine Hand sind, dass ich aus dem Fernsehstudio gehen kann und eine SMS lese mit einer fürchterlichen Nachricht, die mein Leben zerstört. Mhm. Dieses Gefühl, auch abhängig zu sein von einer anderen Macht, was früher vielleicht in der vortechnologischen Zeiten, weshalb die Menschen ja vielleicht auch religiöser waren, ein alltägliches Gefühl war. Also jeder Wanderer, der von da nach da gewandert ist, die Ausgesetztheit der Natur, der Naturgewalten. Wir leben in einer hochtechnologisierten Welt, wo wir sehr viel gedämpfter diese Urgewalten erleben müssen. Aber nehmen Sie nur einen Unfall, ein Unglück, was jedem passieren kann, dann sind Sie auch ausgesetzt. Oder nehmen Sie nur, um das noch weiter zu treiben, nehmen Sie den eigenen Atem. Mhm. Also der Atem ist ja nun das Elementarste überhaupt, was wir so haben. Also elementarer als der Atem. Aber wir verfügen nicht über den Atem. Also wir können den Atem nicht einmal anhalten, länger als 30, 35, 60 Sekunden. Das heißt, wir sind komplett abhängig von etwas, was wir zwar beeinflussen können durch Sport und nicht rauchen und dies und jenes machen und halbwegs stressfrei leben. Aber letztendlich haben wir die Dinge nicht in der Hand. Und dieses Gefühl kann einen ja zur Panik verführen oder leiten, man wird ängstlich, aber es kann ja auch zu einer gewissen Gelassenheit führen. Und wenn ich das jetzt rückübersetze in die Haltung, die ich etwa bei meiner Tante oder bei meinen Großeltern erlebt habe, was jeder religiöse Mensch vielleicht auch kennt, was man so gemeinhin mit Gottvertrauen übersetzt, da ist eigentlich schon alles drin. Sie haben zuvor gesagt, Religion lernt man nicht in Büchern. Und hier zu Beginn schreiben Sie auch, dass man oft über Religion spreche, als würde man über die Kleider eines Menschen sprechen, aber nicht über den Menschen selbst. Wenn Sie jetzt das weiterdrehen, was Sie jetzt erzählt haben, was braucht es denn, damit man versteht, um was es einer Religion im Essentiellen geht, wenn quasi darüber schreiben nicht reicht? Ich glaube, dass man schon sehr viel lesen sollte. Und ich finde es auch schön, egal ob man selbst gläubig ist oder nicht, dass Kindern auch eine Wissen vermittelt wird über Religion. Es bricht etwas Gewaltiges weg, wenn wir dieses Wissen nicht mehr haben, an Motiven, an Schätzen, an Literatur, an Dichtung, an Musik und so weiter. Aber dass letztendlich so etwas wie Glaube nur durch unvorhersehbare persönliche Erlebnis entsteht. Mhm. Also wo dann all die Bilder, die man vielleicht hat, von dem es werde Licht bis hin zu irgendwelchen Höllenbildern oder bis hin zu Liebe deinen Feind und so weiter, erst wirklich wird, also wenn sagen man das zum Archiv mit sich trägt oder bestimmte Sätze mit sich trägt und dann in irgendeiner Situation, ich glaube, so endet das Buch ja sogar, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ja, Sie haben es geschrieben. Ja, ich weiß gar nicht genau der letzte Satz, aber so ungefähr. Irgendwann sprechen sich die Gebete dann entweder von selbst oder nicht. Das heißt, das kann man nicht exakt erzwingen. So endet es. Ja, genau. Mhm. Ich glaube, das ist gemeint, wenn es heißt, im Glauben sei kein Zwang. Mhm. Damit ist gemeint, dass man das nicht, dass man eine Möglichkeit, also ein Kind, das nicht lernt, wird vielleicht andere Wege finden, aber dass man in bestimmten Situationen Dinge, die man erfährt, irgendwie, die man nicht versteht, da bieten Religionen einen Deutungszusammenhang. Gut, jetzt will ich aber noch auf etwas ganz Konkretes ansprechen. Der Titel dieses Buches, jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Das ist ja fast schon in der Länge ein mittelalterlicher Titel, also sehr lange und relativ außergewöhnlich. Woraufhin denn gehen? Also es klingt, als gäbe es da ein Zentrum, wo man hingehen sollte. Und was wäre dieses Zentrum? Naja, also wenn jeder von da einen Schritt näher kommen sollte, dann wird man, näher, wird man das Zentrum ja nicht finden. Dann wird man ja, also dann wird es ja, das ist ja, aber es ist schon eine Richtungsangabe. Ja, natürlich, klar, aber die muss ja, aber die einen Schritt näher kommen, die... Ich rette mich jetzt zum zweiten meinem Interview, das habe ich diese Woche schon mal gemacht, als der auch so eine Frage gestellt worden ist. Und dann antwortete ich bös, das Buch heißt ja nicht Auskünfte über Gott, sondern Fragen nach Gott. Ja. Also, ich weiß nicht wohin, also keine Ahnung. Das ist, also näher heißt natürlich aus der eigenen, aus, in der, da wo man steht. Also das kann ja nur jeder selbst definieren. Also ich kann Ihnen da nicht sagen, wohin näher, sondern das
das Erleben. Aber dann weiß ich ja auch nicht, dann könnte ich auch einen Schritt zurück und ich weiß nicht, ob ich jetzt näher bin. Also das ist ja etwas. Ja, aber vielleicht spüren Sie da was. Vielleicht spüren Sie was wie Wahrheit oder wie Liebe oder vielleicht. Ich bin ja wirklich, also wenn ich jetzt Pfarrer werden wollte, dann wäre ich Pfarrer geworden. Dann würde ich Ihnen dann. Ich stelle aber nicht die Fragen einem Pfarrer, sondern einem Schriftsteller, der diesen Titel gesetzt hat. Ja gut, aber dann erzähle ich es kommt ja aus. Sie weichen aus, jetzt erklären nein, Sie mir. Ich weiche nicht aus. Ich sage Ihnen, dass diese Fragen nicht beantwortbar sind. Das ist ja eine Anekdote, aus der ich diesen Titel nehme. Und der diesen Satz spricht, lässt die Stadt und die Gemeinde stehen mit diesem Satz. Erklären Sie doch kurz die Anekdote. Ich hoffe, ich bekomme sie so auswendig, so gut hin, wie sie in dem Buch steht. Als Sheikh Abu Sa'id, einer der bekanntesten, gelehrtesten, berühmtesten Mystiker des 11. Jahrhunderts, einmal nach Tus kam, in einer Stadt im Nordosten des heutigen Irans. Das strömten in Erwartung seiner Predigt so viele Gläubige in die Moschee, dass kein Platz mehr blieb. Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen, rief der Platzeinweiser in die Menge. Da schloss der Scheich die Versammlung, bevor sie begonnen hatte. Alles, was die Propheten und die Heiligen seit jeher gesagt haben, hat dieser Platzanweiser gesagt. Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen, stand auf und verließ die Stadt. Warten Sie doch nicht von mir die Antwort. Dann müsste ich das Studio jetzt verlassen. Offenbar hat Sie das beeindruckt und Sie fanden darin auch. Was haben Sie denn selber gedacht? Wissen Sie, ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich die Fragen stelle und nicht die Antworten. Ja gut, gebe. Aber das ist ja eben so, dass es bei diesem Buch, das Buch ist ja auch so geschrieben. Also ich bin ja, also dass am Ende, eigentlich wie alle meine Bücher, dass am Ende hoffentlich mehr Fragen entstehen, als dass der Leser Antworten hat. Ja, ja, ich verstehe das schon. Aber natürlich denkt man mit dem, was hier steht und dann Fragen nach Gott, dann klingt es natürlich schon so, als wäre dieses Zentrum Gott, auf das man sich hin zu bewegen. Ja, aber was, dann ist die nächste Frage, was ist Gott? Ja, das ist schon auch nicht einfacher zu beantworten. Das total Unverfügbare. Eben, ja, also haben Sie schon eine Antwort. Wir haben eine Antwort, die wir keine haben. Gut. Nein, ich glaube, dass das Interessante ist doch, also, um nochmal auf diese Geburt im Kreißsaal, auf diese Kreißsaal-Situation zurückzukommen. Ja. Oder nehmen Sie nur eine sexuelle Ekstase oder nehmen Sie jemanden, der stirbt oder sowas. Niemand, glaube ich, erhält da die Antwort. Aber das sind genau solche Grenzerfahrungen, sind Situationen, in denen wir auf die essentiellen Fragen unseres Lebens gestoßen werden. Mhm. Und ich finde diese Fragen einfach viel interessanter als und jede religiöse Lehre, jede mystische Lehre zumindest sagt, dass die Antwort, wenn überhaupt, nur in dir selbst zu finden ist. Die kannst du nicht irgendwo in Büchern finden, die kannst du nicht in alten Lehren finden. All die Lehren, erkenne dich selbst, der Anfang der Philosophie, heißt ja nicht, erkenne bei Platon, sondern erkenne dich selbst. Das heißt, die Antwort finden Sie nun einmal nur in sich selbst. Aber das, was so ein Buch vielleicht anstoßen kann oder Offenbarung anstoßen kann oder Poesie oder Musik oder was auch immer, ist, dass es dieses Staunen, diese ersten Fragen, dieses wo bin ich hier? Was ist das alles? Das auslöst. Genau. Mhm. Und ich glaube, diesen Weg, den kann doch wirklich nur jeder einzeln gehen. Gut, jetzt geht es um diese Auslöserpunkte. Im Buch geht es nämlich auch um die Natur und um das Staunenswerte eben in der Natur. Beispielsweise erzählt da der Vater der Tochter über, oder löst, soll das Staunen auslösen in der Erzählung, dass von all den Bäumen, die es je gegeben hat und die Blätter, die diese Bäume zieren und noch zieren werden, nie zweimal dasselbe da ist, sondern jedes Mal ein wenig ein anderes und bei den Menschen soll das dasselbe sein. Ist denn, würden Sie jetzt sagen, ohne dass ich sage, dass Sie dieser Vater sind hier drin, ist für Sie selber die Natur auch sowas wie ein bestes Argument für Gott? Es ist kein Argument für Gott. Es löst mich einfach die Frage aus, wie kann das sein? Mhm. Also ich kann das jetzt wirklich autobiografisch von meinem eigenen Großvater sagen, der sagte immer, schau dir jetzt, da kommt das auch her in diesem Buch, schau dir einfach zwei Handflächen an. Mhm. Also wieso gibt es in der ganzen Schöpfung der Welt
keine zwei identischen Handflächen. Also ich glaube, es ist ein naturwissenschaftliches Staunen. Das heißt, dass, glaube ich, jeder Naturwissenschaftler, weshalb das Buch ja auch sehr viel naturwissenschaftliche Exkurse hat, dieses Staunen, wenn man durch ein Mikroskop guckt oder ins Weltall guckt, oder man. Ich hatte auch Gespräche etwa mit einem ganz berühmten Astrophysiker, Heino Falke, der ein tolles Buch geschrieben hat. Über schwarze Löcher. Wenn Sie dem zuhören, dann kommen Sie aus dem Staunen nicht mehr raus. Nur das ist ja nicht so, dass er das erklären kann. Das Tolle an ihm ist ja... Ja, schon. Gut, Herr Kamani, das verstehe ich alles. Darüber kann ich auch staunen. Aber ich kann ja auch einfach beim Staunen stehen bleiben. Weshalb muss man dahinter sich gleich Gott quasi einkaufen? Man kann auch sagen, das ist eine Hypothek, die man sich da einkauft. Ich kann doch über das Staunen und nichts über dies. Ja, dann ist doch gut. Also ist es, weshalb führt dann Staunen auch zu Gott? Das ist weiterhin die Frage. Ich habe wirklich überhaupt gar keinen Ehrgeiz, Sie jetzt hier zu irgendeiner Weise für die Partei Gott zu gewinnen. Also wenn Sie zum 1. FC Köln wollen, dann kann ich Ihnen gute Argumente nehmen, warum der 1. FC Köln. Ich weiß nicht, 8. Platz, oder? Was sind die Argumente für den 1. FC Köln? Tradition, das tolle Trikot, der Geistbock natürlich, tolle Fans, gut, schönes Stadion. Gut, dann bleiben wir bei der schwierigen Aufgabe. Es geht wirklich nicht darum, dass ich, das ist auch wirklich, also ich, mir fehlt da ein bisschen der missionarische Ehrgeiz. Ich will ja auch nicht, dass Sie mich überzeugen. Ich will nur herausfinden, wo liegt da wirklich quasi das letzte Gran Wahrheit dran. Also ich möchte es besser verstehen. Ja, dann tut mir leid, weil ich habe ja gerade ein Buch geschrieben und ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben, das so halbwegs gut hinzubekommen und es irgendwie so halbwegs plausibel und schön und gut geschrieben, so wie man es. Und ich wenn man am Ende, so wie die Tochter ja auch, die Tochter ist in dem Buch ja auch nicht überzeugt. Also das ist ja, das Buch endet ja damit, dass der Vater sich den Mund fusselig redet und die Tochter sagt am Ende, ja gut, das ist. Ja, sehen alles. Sie, ich nehme jetzt die Rolle der Tochter ein. Genau, und dann. Damit endet das Buch und damit endet sozusagen auch meine Autorenschaft. Also das heißt, ich kann das jetzt nicht. Also ich weise auf wirklich auf die Fragen hin und was Sie oder was ein Leser oder eine Leserin oder was auch immer. Und ich weise vor allem darauf hin, und das ist mir auch nochmal wichtig, und das ist dieser persönlichen sagen wir, Geschichte von uns beiden oder von dem Leser und mir herauszukommen. Ich lese damit ja auch die heiligen Schriften, also den Koran, die Bibel, die Naturwissenschaft teilweise auch. Nehmen Sie nur die Quantenphysik. Die Quantenphysik löst am Ende 1000 Fragen auf, die man nicht beantworten kann. Und eigentlich, wie Sie das beantworten, das ist doch, ich weise darauf hin, und das ist dann schon auch, da bin ich halt auch Philologe, dass man vielleicht solche Bücher wie den Koran oder die Bibel oder auch das Tao Te Ching, wo das noch viel klarer ist, weil es ja überhaupt keine Antworten in dem Sinne gibt, sondern eigentlich aus lauter Rätseln besteht, diese Antworten fassen eigentlich unser Unverständnis, unser Staunen, unser Nicht, unsere Anklagen, unsere Dankbarkeit. Denen geben sie Bilder, die fassen sie in Geschichten, in Mythen, in Erzählungen, in Rhythmen, in Klänge, teilweise wie der Koran. Sie geben nicht die Antworten. Die Antworten sind nur bei uns selbst. Aber diese Bücher führen uns zu den Fragen, die dann etwa in einem Kreißsaal oder die etwa in der Ekstase oder die bei der Trauer oder die beim Tod oder die auch dann, wenn man einen Menschen begräbt, unweigerlich auftauchen. Das heißt, diese Bücher sind nicht irgendwie nur für gläubige Menschen. Diese Fragen, die aufgeworfen werden, Kain und Abel, das ist etwas, was in unserer Realität eine Rolle spielt. Und diese Bücher geben eben nicht eins zu eins die Antwort. Das hätte der Fundamentalismus gern, dass das steht. Ich will ja auch nicht die Antwort der Bücher, sondern die Antwort von der Kamani. Ja gut, aber da bin ich ja zum Glück wirklich, deshalb sage ich bin kein Pfarrer, sondern eben Schriftsteller. Natürlich gibt es im Privaten Gespräche, wo ich versuche, irgendwie Antworten zu geben in ganz konkreten Situationen. Aber als Autor, als jemand, der öffentlich etwas sagt, bin ich dafür nicht kompetent, sondern ich versuche auf diese Wirklichkeit, diese unfassbare oder jedenfalls komplizierte, meinen Verstand übersteigende, unseren Verstand zu übersteigende Wirklichkeit, der versuche ich einen möglichst genauen und zugleich vieldeutigen, weil die Wirklichkeit ja auch vieldeutig ist, Ausdruck zu geben. Und ein weiteres Rätsel, weil Sie jetzt von diesen vielen Rätseln gesprochen haben, ist doch auch, es geht hier drin ja auch um Kosmologie. Und ein Rätsel ist ja auch, dass wir, wenn wir uns über
quasi das ganze Universum genommen hat, wenn man die Dimension des Universums anschaut und dann unser Sonnensystem darin und dann letztlich unser Planet darin, sind wir quasi vielleicht noch ein Sandkorn. Und trotzdem ist es so, dass religiöse Offenbarungen sagen, es ist relevant, was auf diesem Planeten geschieht. Und da hätte ich einfach gerne die Antwort des Navid Kermani, der selber von sich sagt, er sei Muslim. Ist das nicht absurd? Oder wie gilt es als religiöser Mensch auch wirklich zu verstehen, dass dieses kleine Sandkorn Relevanz hat, vor dem Ganzen? Ja, es gibt ja in diesem Buch das Beispiel, wo ich das sozusagen analog versuche zu beantworten. Weil das Kind fragt sich ja auch, also wenn das alles unendlich ist und weshalb sollen wir dann irgendwie, hat das eine Bedeutung? Damit sich ein Ich herausbildet, damit jemand, Ich heißt der, das Wort Ich gibt es nur für einen Menschen auf der Welt, nämlich für einen selbst. Das heißt, man ist sprachlich der Mittelpunkt der Welt. Damit sich ein Mensch, ein Ich herausbildet, vielleicht auch nicht zufällig, dass es eben in der Schweiz auch Dinge, die ich aus der Psychoanalyse gelernt habe. Also C.G. Jung ist da ein sehr guter Stichwortgeber. Also das ist jetzt eigentlich alles auf meinem Mist gewachsen. Damit sich dieses Ich herausbildet, muss es sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit erfahren. Deshalb unmittelbar die Mutter, der Vater, das braucht ein Baby. Es muss enorm viel Aufmerksamkeit erfahren, Liebe, dass dieses Gefühl, du bist wichtig. Damit sich überhaupt ein Ich herausbilden kann. Damit sich das Bewusstsein herausbildet, ich bin wichtig. Das hat der Mensch nicht automatisch. Mhm. Ein Mensch, das keine Liebe erfährt als Baby im vorsprachlichen Zustand, ist geschädigt. Es entwickelt kein gesundes Selbstbewusstsein. Das heißt, wir wachsen damit auf, dass wir hoffentlich, die meisten von uns, Eltern hatten, die uns dieses Gefühl gegeben haben. Du bist wichtig, damit wir irgendwann im Alter von 2 bis 3, und es gibt viele Dichter, die diesen Vorgang wunderbar beschreiben, Jean Paul zum Beispiel, der dann plötzlich sagt, die Entdeckung, ich bin ein Ich, ist ein gewaltiger Sprung in der menschlichen Entwicklungsgeschichte, in der subjektiven. So, wenn Sie so wollen, sind wir als Menschen, so allesamt, die wir hier so leben, in dieser Entwicklungsstufe, wir sind wichtig. Mhm. Die Religionen lehren dann, dass man dieses Ich bin wichtig auch wieder vergisst, überwindet, dass man dein Wille geschehe, nicht mein Wille, sondern sich auflöst, quasi einen größeren Willen. Das heißt, das ist eigentlich die Entwicklungsgeschichte, damit man überhaupt diesen Kosmos erfassen kann und sich innerhalb des Kosmos, den Blick in die Sterne, sich als unwichtig auch wieder relativiert, muss man dieses Selbstbewusstsein erstmal haben, muss man Liebe erfahren. Also es ist für Sie nicht ein quantitatives Argument, also auch wenn wir so klein sind, haben wir trotzdem dieses Bewusstsein, also es ist ein qualitatives Argument. Ja, ich glaube, wenn es einen Gott der Pferde geben würde, dann wäre der Gott der Pferde wahrscheinlich ein Pferd. Genau. Also ja. wir können ja gar nicht anders, als uns das in irgendeiner Weise in unseren menschlichen, sprachlichen Kategorien vorstellen. Mhm. Teilweise personal gedacht, sagen wir in der Figur, Person Jesu Christi. Oft in der Mystik nicht personal gedacht, als Liebe, als Nichts, als etwas, was das Unnennbare ist. Teilweise in vielen polytheistischen Religionen als Sonne oder als Kuh oder als was auch immer. Das heißt, wir geben automatisch diesem Unnennbaren, wir können gar nicht anders, irgendeine Art von sprachlicher oder bildlicher Gestalt, aber die in irgendeiner Weise auch in menschliche Kategorien hat. Und dann geht es natürlich darum, in der Religion darüber hinauszukommen. Und wenn Sie so wollen, das wunderbare deutsche Wort entwerden aus der Mystik, eben dieses Selbstbewusstsein auch wieder zu verlieren, zu merken. Und das wäre eigentlich der andere Schritt. All die anderen Menschen um einen herum, das sind ja auch Ichs. Genau. Und das, was wir alltagssprachlich zwar wissen, aber das mal auf den, sagen, in der religiösen Übertragung, wäre eigentlich der Vorgang, eins zu sein mit allem, was lebt, was Hölderlin sagt. Das ist, wenn Sie so wollen, die anzustrebende, nicht von mir nicht, aber von Ihnen vorläufig auch noch nicht. Das ist noch ein weiter Weg für uns alle. Aber dieses Ideal, eins zu sein mit allem, was lebt, heißt, alles, jeder
Mittelpunkt dieser Erde und dieses Universums, ist der Mittelpunkt des Universums. Das ist ja auch eine Haltungsfrage dann und eine explizit auch religiöse Haltung. Also im anderen dann auch immer wieder, wenn man das Ich sieht, dann weiß man auch, das ist ein Mensch, der geboren ist, das ist ein Mensch, der stirbt, das ist ein Mensch, der leidet. Das ist aber eben eine Haltungsfrage und die Frage ist ja auch, wie kommt man da rein? Wie schafft man das, dass man sich in den anderen auch hineinwerfen kann immer wieder? Naja, in gewisser Weise haben wir das ja schon geschafft, also in der Menschheitsgeschichte, wenn wir Menschenrechte, wenn die Menschen heute Menschenrechte kennen und auch halbwegs zwar sich nicht dran halten, aber doch irgendwie als die fast alle Nationen der Welt sich jedenfalls auf dem Papier dazu verpflichten, was sie natürlich dann in der Praxis oft nicht tun. Oder der wunderbare erste Satz des deutschen Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann bedeutet das ja, dass das eigentlich eine Übertragung dieser Feindesliebe in eine juristische Sprache. Mhm. Nämlich, dass ich glaube nicht, dass gemeint ist, dieser Satz, halte deine Wange hin. Ich würde das meinem Kind nicht empfehlen auf dem Schulhof, halte deine Wange hin. Ich würde überlegen, was meint denn Jesus damit? Was ist damit gemeint? Er meint das, glaube ich, also nicht die wörtlich. Andere Wange auch noch hinhalten. Genau, also das ist bestimmt nicht wörtlich gemeint, sondern keiner dieser Sätze ist wörtlich gemeint. Das wäre, damit machen wir die nur klein, diese Sätze. Man kann die entweder man nimmt sie ernst oder man nimmt sie wörtlich. Aber wenn man sie wörtlich nimmt, nimmt man sie klein. Und wenn man jetzt auf die Feindesliebe zurückkommt, dann kann es für mich jedenfalls, bedeutet das vielleicht, wenn ich es auf mein eigenes Leben, auf meine eigene Welt, in meine eigene Welt übersetze, dass selbst der Mörder, die Dumpfbacke, jemand, den ich ganz widerlich finde, ein Kind war, dass er sterblich ist, dass er das bedeutet nicht, dass ich den weniger nervig finde oder weniger schlimm finde oder dass er nicht juristisch verurteilt werden sollte, wenn er ein Verbrechen begangen hat. Aber die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt, er ist sterblich. Er hat eine Mutter, er hat einen Vater, er hat Träume gehabt, so. Und das führt natürlich es hat eine Bedeutung, eine Rolle für die Ethik. Also daraus speist sich eine religiöse Ethik und wir vergessen oft, dass viele unserer ethischen Standards oder auch Gesetze natürlich ihre Ursprünge in einer solchen religiösen Haltung haben, die dann irgendwann nicht mehr Gott gebraucht hat. Aber der Ursprung ist natürlich in der Religion. Sie beschäftigt ja auch, wenn wir jetzt über das religiöse Wissen auch sprechen und den Ursprung, sie beschäftigt ja auch das religiöse Unwissen, das sie ausbreitet. Und sie sagen dann, wenn du die Religion überhaupt nicht kennst, bist du auch nicht frei, dich von ihr abzuwenden. Ich habe mich aber gefragt, ist das nicht zu einfach gedacht? Und Sie können mich gerne korrigieren. Und zwar frage ich mich, oder Sie können sich verteidigen, wenn mir die grundsätzliche Idee eines Gottes nicht einleuchtet, die grundsätzliche Idee, weshalb muss ich mich dann mit Krishna oder mit Jesus oder mit Mohammed oder wem auch immer beschäftigt haben? Aber woher wollen Sie denn wissen, dass Ihnen die Idee nicht einleuchtet, wenn Ihnen die Idee nicht vermittelt worden ist? Die Idee ist mir vielleicht schon vermittelt worden. Die wird jedem ja vermittelt, der in diese... Was heißt denn die Idee dann in so einem Volkshochschulkurs für so schnell zwei... Also wenn Sie diese... Also ich finde die Schriften, also jetzt... Es ist ja nicht so, dass man auf die Welt kommt und dann nie irgendwas zu diesen Personen hört. Das sagen ja selber. Das ist so in unserer Kultur drin. Aber weshalb muss ich mich extensiv damit beschäftigen, damit ich mich frei, ist ja auch die Frage nach dem Freiheitsbegriff, dagegen entscheiden kann. Aber wenn Sie das Christentum nicht kennen, dann können Sie sich doch unmöglich gegen das Christentum entscheiden, sagen wir aus dem Wissen heraus. Ich muss mich nicht gegen das Christentum entscheiden, ich muss mich gegen Gott entscheiden, das ist mein Argument. Ja gut, aber Gott fällt ja nicht vom Himmel. Gott wird ja vermittelt auf tausend vielfältige Weise. Und wenn Sie zum Beispiel nicht vermittelt bekommen, sagen wir, in der Familie, durch Eltern, durch Wissen, durch Lektüre und so weiter, was meint eigentlich Gott? Was, also jenseits des Namens, Gott ist ja nur eine Chiffre. Mhm. Was ist eigentlich damit gemeint? Also was bedeutet ein Gottvertrauen? Also wenn Sie all diese, wer war eigentlich Jesus? Was hat er eigentlich gemacht? Wer waren all diese, was steht eigentlich im Tao Te Ching? Also wenn Sie das nicht kennen, dann sind ja frei, alles zu tun, was Sie möchten. Aber ich finde, man nimmt einem Menschen die Freiheit, also jedenfalls ich als jemand, der auch Kinder hat, mir ist es schon wichtig, dass meine Kinder eine halbwegs eine religiöse Bildung haben,
damit sie sich hinterher auch die Freiheit haben, so wie ich die Freiheit hatte, sich für oder gegen irgendwas zu entscheiden. Und wenn sie, also ich finde schon, dass das auch in anderen Zusammenhängen, dass zur Freiheit gehört Wissen. Wenn sie nicht wissen, also nicht nur zur Religion, wenn sie die, dann, also würde ich jedenfalls meinen. Oder sehen Sie das? Nee, es überzeugt mich irgendwie noch nicht. Aber vielleicht können wir das auch nach der Sendung besprechen. Ich frage mich einfach wirklich, was das für ein Freiheitsbegriff ist. Weil es ja immer, man ist entweder frei von etwas oder frei zu etwas. Und wenn ich ja mich explizit gegen etwas entschieden habe, habe ich das ja aus einer Freiheit gemacht. Und Sie beginnen ja die Argumentation quasi vor dieser, davor, oder? Ja, dann also haben Sie sich doch schon damit beschäftigt. Also ohne sich damit, dann haben Sie sich doch offenbar damit beschäftigt. Gut. Dann haben Sie doch offenbar auch ein Wissen angeeignet und sagen, was weiß ich, das, was da in der Bibel steht oder was Jesus sagt oder was der Vater sagt oder was ich sage oder was andere sagen, überzeugt Sie nicht gut. Aber wenn Ihnen das niemand, wenn Sie sich überhaupt nicht damit beschäftigt haben, wenn Ihnen niemand, und zum Beschäftigen das ja so, gehört ja auch, das sind ja auch Dinge, die vielleicht nicht nur so auf dem, sagen, so auf Google irgendwie nachlesbar sind, sondern vielleicht auch eine, das ist ja nicht nur Wissen, es ist ja auch eine Haltung, es ist eine Tradition, es sind reale Vorgänge, wie es sind Gebete, die auf der Zunge liegen oder nicht, die sich schön anhören oder schön klingen oder nicht. Das erleben Sie ja nur oder nicht. Sie können ja auch sagen, das klingt doof. Aber genau, es ist eben nicht nur Wissen, es ist eben auch ein Erleben von Vorgängen und eine Möglichkeit, diese Vorgänge zu deuten und eben, es ist keine Sache, die Sie jetzt, sagen wir mal, in, wie heißt das noch, dieser Kanon Bildung von Schwanitz, einfach mal so kurz abhacken können, jetzt weiß ich über Religion, sondern ich habe zum Beispiel viel mehr über Religion, das kann ich wirklich aus, wie sagen, viel mehr über Religion erfahren, als in meinem ganzen Studium, einfach indem ich meine Tante erlebt habe, die sehr fromm war. Einfach als Beispiel, was das bedeutet, auch im Schmerz, in der Not, auf Gott zu vertrauen. Wenn Sie sagen, wir leben nun einmal in einer sehr, ich komme aus Köln, es gab noch nie ansatzweise so viele Kirchenaustritte, aus verständlichen Gründen, genau, wenn man die Missbrauchsskandale jetzt sieht, wie in diesem Jahr in Köln. Also das heißt, wir leben in einer Welt, wo immer weniger Menschen einen Glauben praktizieren, der in irgendeiner Weise so... Genau, und in dieser Zeit schreiben Sie ein Buch, genau, darüber, wie man gläubig werden kann. Das klingt fast schon subversiv. Nein, ich muss ehrlich sagen... Also der Vater darin, der beantwortet Ihnen ja Fragen nach Gott. Sie würden nicht sagen, das ist eine Art, wie man... Also Sie haben das selber gesagt, die Tochter wird danach nicht überzeugt. Sie ist nicht überzeugt von den Antworten quasi vollends. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist eher die Fragen nachzugehen. Was ist das überhaupt, gläubig zu sein? Also, es ist keine Anleitung zum Glauben, hoffe ich jedenfalls. Gut, dann verstehe ich etwas besser. Aber da kommt auch vor, wird Glaube der natürliche Zustand genannt in diesem Buch, oder? Und das wundert mich, würde das dann im Umkehrschluss, und vielleicht hilft das auch irgendwie, das von zuvor noch besser zu verstehen. Heißt es im Umkehrschluss auch, dass Unglaube eben unnatürlich sei? Nein, das ist ein Zitat aus dem, ich glaube aus dem Koran, dass man als mit einem Gott ausgerichtet geboren, also jeder Mensch dieses, und jede Pflanze übrigens auch, also die Pflanze, das ist sozusagen die ganze Natur, so wie es da, es bedeutet, dass man, wenn man zur Welt kommt, sich instinktiv an irgendetwas Höheres wendet und das ist in der Regel zunächst einmal die Mutter, diese Bewegung, sagen, dass wir hilflos zur Welt kommen und uns an etwas wenden und uns freuen, wenn es sich uns zuwendet. Oder dass wir, wenn die Mutter aus dem Zimmer geht, was ja ein Kind auch notgedrungen erlebt, dass wir schreien nach etwas, hinwenden an etwas, was nicht da ist. Und ich glaube, dass das zum Urvertrauen, und wenn Sie so wollen, ist es auch der Beginn der Religion, dieses Urvertrauen, dass das Baby erlebt, gut, die Mutter ist nicht immer da, aber sie kommt wieder. Dass das, was nicht da ist, wiederkehrt. Dieses Vertrauen, sie ist nicht in meiner unmittelbaren Umgebung. Sie ist nicht, ich bin nicht an ihrer Brust, aber sie ist da. Ich glaube, das ist, wenn Sie so wollen, der Beginn einer also letztendlich ist Religion nichts anderes als dieser Vorgang,
auf etwas zu vertrauen, was nicht da ist. Weil wir zuvor über die Freiheit gesprochen haben. Im Islam oder ich muss sagen im Koran korrekterweise gibt es doch aber auch die Idee, die an sowas wie Prädestination erinnert. Also die Stelle, dass Gott im Herzen der Menschen über Glaube oder Unglaube entscheidet. Also ist man gar nicht frei zu glauben oder wie legt man das aus? Ich glaube, es gehört beides zusammen. Also dass das es einerseits eine Autonomie gibt und es ist ein Paradox. Das heißt, das ist ja das Interessante, dass all die großen religiösen Wahrheiten der Menschheitsgeschichte am Ende immer auf Paradoxe hinauslaufen. Mhm. Und das ist die Willensfreiheit und die Vorhersehung sind genauso ein Paradox, weil beides zugleich zutrifft. Mhm. Einerseits sind die Dinge sozusagen physisch gesprochen vom Urknall aus letztendlich, wenn man es rein weltlich betrachtet, vorhergesehen. Also es entwickelt sich mit einer Zwangsläufigkeit aus Ursache und Wirkung. Und zugleich habe ich in diesem Augenblick die Möglichkeit, diese Glasscheibe einzutrümmern und einen Skandal auszulösen. Und mein Leben wird sich dadurch vielleicht verändern. Und das Tolle, was ich bei Heino Falke, über den wir schon mal sprachen, gefunden habe, war, dass er sagte, als Physiker, als Astrophysiker, dass das Hüsterchen in der Ameise hat Auswirkungen darauf, wo die Erde in 20 Millionen Jahren stehen wird. Haben die Ameisen Lungen, um zu husten? Ich habe keine Ahnung, aber ich verteidige mich jetzt damit, dass es nicht mein Bild ist, sondern aus einem... dass alles, was wir tun, in jeder Handlung, jeder Atemstoß, in dieser unendlichen Folge und von Kette und von Ursache und Wirkung eine Folge hat. Und zwar über unsere eigene Lebenszeit hinaus. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich jedenfalls das Entscheidende einer religiösen Haltung. Nicht so sehr wie Paradies und Hölle und diese ganzen Dinge, sondern dass das, was ich tue, und deshalb glaube ich, dass es auch dafür nicht unbedingt das Wort Gott dafür braucht, um eine solche Haltung zum Leben zu haben. Ich würde das bei vielen Menschen, die nicht an Gott glauben, sehr ähnlich beobachten in meinem eigenen Umfeld, dass das, was wir tun, dass wir dafür verantwortlich sind und dass es Folgen hat. Dass es, wenn ich einen Menschen umbringe, dass das etwas zur Folge hat und dass ich dafür zur Rechenschaft gezogen werde. Jetzt müssen wir ja noch dieses erklären, Bewusstsein was? Von, nicht, dass man sagen darf, dieses Bewusstsein, dass wir Wenn ich sagen würde, das wäre alles nur zufällig und es wäre vollkommen egal, dann wäre eigentlich für mich die Grundlage jedes moralischen Handelns obsolet, weil dann wäre es ja egal, dann könnte ich ja ihn umbringen oder betrügen oder was auch immer. Aber zu wissen, dass das, was ich tue, über meine eigene Lebenszeit hinaus, und die wird im Vergleich natürlich zur Menschheitsgeschichte unendlich kurz sein, in dieser Ewigkeit, in der Menschen nun einmal nur denken können, in dieser Unendlichkeit. Wie machen Sie noch die Schlaufe zurück zum Glauben? Was hat das jetzt genau damit zu tun für Sie? Naja, wenn ich meine materielle Existenz nur, sagen wir mal, hier und jetzt betrachten würde, dann könnte ich ja, dann würde ich mir keine Gedanken machen, was nach mir folgt. Und ich glaube, dass die religiöse Haltung keinen Himmel braucht, in dem die Dinge bestraft oder belohnt werden, sondern hier und jetzt in dieser Welt stattfindet. Das heißt, in dieser Welt hat alles, was wir tun, sind wir ein vorübergehender Zustand. Und diese Diesseitigkeit ist ja eigentlich genau das, was Mystik in all den Traditionen lehrt, dass diese Dinge nicht irgendwo im Himmel stattfinden, sondern in deinem Herzen, in ihrem Herzen, in dieser Welt. Und dann nähert sich ja Mystik in all den Traditionen auch eben einer, wenn Sie so wollen, schon dadurch, dass der personale Gottesbegriff aufgehoben ist, einem Zustand, der vielleicht vom Unglauben gar nicht mehr so leicht zu unterscheiden ist. Gustav Seid, der Journalist, hat in der Süddeutschen geschrieben, dass man mit ihrem Buch erproben könne, die eigene religiöse Musikalität. Das klingt nett, aber um jetzt quasi diesen Faden noch weiter zu spinnen, den wir schon begonnen haben, gibt es das? Gibt es sowas wie religiöse Musikalität? Weil musikalisch ist man ja oder man ist es nicht letztlich. Man kann zwar lernen, Klavier zu spielen, aber nur, dass ich diese Finger über die Tasten bringe, heißt noch nicht, dass ich musikalisch bin. Das
Naja, es gibt schon einen gewaltigen Unterschied, ob man von klein auf mit Musik aufgewachsen ist oder nicht. Also eine Musikalität kann man auch jedenfalls fördern oder nicht fördern. Auf alle Fälle. Und was davon jetzt angeboren ist oder nicht, das weiß ich nicht genau. Aber was da mitschwingt bei diesem Begriff der Musikalität, ist, dass es, und zwar eine, die durchaus ausbildbar ist, also etwas, die auch von Prägungen zu tun hat, ist, dass es eben nicht allein über den Verstand geht. Also wir können jetzt noch lange reden, wenn Sie das für sich nicht als wahr erleben oder nicht in Ihnen gespiegelt sehen, dann kann ich noch so viel reden, Sie werden das einfach sagen, aber dann andere Menschen, die vielleicht, oder Sie, weiß ich ja gar nicht genau, finden in bestimmten Situationen das gespiegelt oder auf ihr eigenes Leben, als wahr bezogen auf ihre eigene Erfahrung. Und diese Musikalität sagt halt aus, insofern ist sie vielleicht gar nicht so falsch, der Begriff, dass man eine bestimmte Schwingung hat, die man ausbilden kann oder eben auch nicht hat. Und dann bin ich fern davon, also sowieso jemanden zu verurteilen, nur wie jeder, der Musik liebt, freut man sich natürlich, dass man sie auch es ist schöner, es ist angenehmer. Ich empfinde das ja nicht als etwas, was mich quält oder bedrückt, sondern eher als eine Bereicherung. Und Sie haben jetzt die ganze Zeit Red und quasi apologetisch Red und Antwort stehen müssen. Ich merke schon, ich bin hier auf einem. Nein, das ist ja auch. Aber Moment, meine Frage ist, das war noch nicht die Frage. Meine Frage ist, wie Sie denn mit dem Zaudern und dem Hadern überhaupt umgehen? Genau, weil Sie ja sagen, wir leben in einer Zeit der zunehmenden Säkularisierung. Wie gehen Sie selber damit um, mit diesem Schwund? Wie schauen Sie darauf und auch für sich selber? Ja, das Tolle für mich jedenfalls, wenn ich die Bibel oder die Mystiker lese oder den Koran, dass all die Zweifel, die drin sind. Das Buch endet mit Hiob. Mhm. Also ist ja kein Zufall, dass es mit Hiob endet. Also jemanden, der an Gott zweifelt, an Gott verzweifelt. Und wenn die Bücher nur diese Wirklichkeit so darstellen, wie wir sie uns wünschen, nämlich lieb und nett und freundlich, dann wären sie uninteressant. Aber das sind ja große Dramen, in denen sich die Dramen einer jeden Existenz, auch die Dramen der Geschichte, die realen Dramen, die auf der Welt stattgefunden haben, die beschreiben ja eine Welt voller Krieg, etwa das Alte Testament, das Neue Testament, der Urakt des Christentums ist ein Akt von Ungerechtigkeit schlechthin. Ein unschuldiger Mensch wird auf grausame Weise hingerichtet und er verendet da an diesem Kreuz. Das heißt, all das, was unsere Existenz ja auch im Negativen ausmacht, und zwar unsere Zweifel, unser Leid, unsere all das finde ich in diesen Schriften formuliert. Oder jedenfalls, ich suche da nicht etwa eine Welt, wenn Sie sagen, wo tue ich da meine Zweifel hin? Ich sage, die Zweifel sind ja da. Und insofern ist es so für mich jedenfalls, das meine ich mit bereichernd, dass ich nicht irgendwo aus mir selbst alles hervorholen muss, sondern dass ich mit Zweifel in mir habe, von denen ich lerne, dass sie seit 5.000, 6.000, 7.000 Jahren Menschen beschäftigen. Und ich glaube, dass mir jedenfalls die Demut auch hilft, dass ich nicht der Erste bin auf der Welt unter diesen Milliarden Menschen, die traurig sind, wenn jemand stirbt, die verzweifelt sind, weil sie krank sind, die dies oder jenes. Und das heißt, ich bin Teil einer Menschheit, die über unsere jetzige Menschheit sogar hinausgeht. Und es fühlt sich eigentlich ganz gut dabei an, sozusagen Teil dieser langen, langen, langen Kette von Menschen, die vor mir waren und nach mir sein werden, und zu sehen, dass meine Probleme, so existenziell ich sie in dem Augenblick empfinde und erlebe und auch mein Glück, dass das etwas ist, was schon mal da war. Dann enden wir doch mit diesem schönen Gefühl und auch mit der Bejahung des Zweifels. Ganz herzlichen Dank, Herr Kamani, für das Gespräch. Bitteschön. Ja, jetzt gleich geht es um die Chancen und Risiken der Globalisierung und den Reflex Grenzen zu, gerade angesichts einer Pandemie. Dazu ist die Sozialanthropologin Shalini Randeria in der Sternstunde Philosophie. Haben Sie einen schönen Sonntag. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind.